Das ist natürlich am Samstagabend, Samstagnacht ein harter Nuss. Und dann hast du auch Zeit für dich selbst. Du schaust dir das Spiel nochmal an. Und dann wieder manche Sachen nochmal klarer. Sonntagnachmittag, dann bist du in Braunschweig. Und dann schaust du dich Braunschweig-Karlsruhe an. Und dann ist der umgeschaltet. Und dann ist das nächste Spiel da. Und dann gibt es kein Zurückdenken. Dann müssen wir einfach wieder nach vorne. Und ich muss auch nach vorne. Und dann gibt es als selbstverständlich Energie. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber habe Energie. Ich beschäftige mich nicht mit Eintracht Braunschweig im Sinne, dass ich mich Gedanken mache, über was spricht für die. Ich weiß nur, dass wir ganz viel Zusammenhalt haben hinter unserer Mannschaft. Stab, Mitarbeiter, Fans, Stadt, alles sind dahinten. Und wir wissen auch, dass wir in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Und nochmals, es geht um die Verbindung. Gute Fußball spielen und überragenden Kampfgeist zeigen. Und dann haben wir wirklich eine gute Mannschaft. Davon gehe ich aus, damit rechne ich und das gibt mir sehr viel Vertrauen. Wir denken jetzt, dass die Ruhe größer ist, wenn wir abfahren. Ich habe die Option immer offen gehalten, nie gesagt, dass es nie passieren würde. Und wir denken jetzt, dass es besser ist für die Mannschaft. Die Mannschaft meint das auch. So, alle einverstanden, wir fahren ab.